So, da bin ich wieder. So, dann fahren wir den mal hoch. Und dann bin ich gespannt, wie ich das gemacht habe. So, Eclipse. Starte mal Eclipse. Ja, für den Laptop braucht es immer ein bisschen. Aber ich bin wirklich gespannt, wie ich das gemacht habe. Ich hätte wirklich gedacht, ich hätte es. Wo ist es denn? Mit Z-Time gemacht. Nee, nicht mit dem, sondern mit dem hier gemacht. Aber mit dem Datum habe ich generell ein Problem. Vor allem mit dem Kalender. Nicht mit Date, sondern mit Kalender. Oder war es mit Date ein Problem? Ich weiß es nicht mehr. Das ist irgendwie blöd. So, wo haben wir es denn? Da. Wie habe ich das damals gemacht? Das würde mich jetzt interessieren. Welche Methode ist das jetzt? Nein, nein. Ah. Okay. Das ist ja irgendwie vollkommen umständlich. Okay, ich habe es exakt so gemacht wie hier. Das heißt, ich werde das hier wieder raushauen. So, Geburtstag. Z 19, nein, falsch, 1980, 6 und 23 habe ich genauso gemacht wie hier. Auch das Clear habe ich nicht mehr drin. Ich habe das nur hier oben anders gemacht. So, statt das hier, will ich da irgendwie. So, get Kalender.year gemacht. Bin ich mal gespannt, ob das jetzt dann funktioniert. So, get Kalender.month. Und hier nochmal. Punkt get Kalender Punkt Day of Month. So, dasselbe da unten nochmal. So, get Kalender Year. Get Kalender.month und get Kalender Day of Month. So, bin ich gespannt, ob das jetzt funktioniert. Zumindest hat es hier funktioniert. Schon ein bisschen komisch. Naja.
Okay, jetzt gehen wir auf Benutzerprofile. Ich glaube, das System Out habe ich hier komplett weggemacht. So, neu. Das Datum stimmt fast. Ungültiges Datum. Ungültiges Datum. Wieso? Ach, weil das mit Punkt ist, deshalb. Ups. Das heißt, hier muss überall ein Punkt rein. Und hier kommt der Tag hin und da hinten kommt das Jahr hin. Das habe ich eben dann ein bisschen verwechselt. So, hier oben auch nochmal. Hier kommt der Tag hin. Das hier sind Punkte. Und hier kommt das Jahr hin. So, aber dann müsste es jetzt funktionieren, oder? Aber wieso ich da schon eher nicht drauf gekommen bin, dass das nicht funktioniert. Aber ich verstehe das mit diesem Get nicht. Das ist sehr komisch, finde ich. Ach nee. Ah, jetzt verstehe ich. 1, 2, 5. Das sind die Integer-Werte, in denen die Werte gespeichert sind. Ah, jetzt verstehe ich die Kalendermethode. Zeige ich euch gleich. Wenn man das einmal versteht, dann ist es einfach. Das habe ich damals nicht verstanden, aber jetzt glaube ich, habe ich es verstanden. Mit einem Grund, warum ich die Videos mache, damit ich es besser verstehe. Und das verstehe, was ich noch nicht verstanden habe. Okay, jetzt funktioniert es auch. So, und jetzt wird dann noch gelöscht. Löschen. Buchung ist gelöscht und das Benutzerprofil löschen. Jetzt funktioniert es. Fertig. Was? Command failed to close cleanly. Aber der Test ist okay. Okay, also jetzt funktioniert es. Das Problem ist, wo mache ich das? Hier. Kalender. Punkt. Warum ist denn hier? Hier. Hier, das ist selbst ein Integer und zwar Constant Field Values. Die Field Number for Get and Set indicating the Year. Und das ist die 5. Und mit der Getter-Methode Get, nein, da brauche ich jetzt eben mal kurz, was haben wir hier? Geburtstag. Get, sucht man sich den Integer-Wert des Feldes raus. Returns the value of the given calendar field. Deshalb funktioniert das so. Das wusste ich damals nicht. Ich habe mich, ich glaube, 3 Tage oder sowas habe ich daran gearbeitet, bis es irgendwann mal funktioniert hat. Okay. So, aber jetzt haben wir das. Es funktioniert. Mit was gibt es jetzt weiter? Integrations- und Systemtests. Für die oben definierte Buchung sollen nun verschiedene Tests erstellt werden. Implementieren Sie die folgenden Testfelder B bis H. Um jeweils den aktuellen Wert mit dem Sollwert zu vergleichen, stehen Ihnen die üblichen Mittel eines JUnit-Tests zur Verfügung. Hinweis: Folgende Methoden in der Utilities-Klasse können dabei zusätzlich hilfreich sein. GetDisplayText from Object by ID. Diese Methode sucht sich auf der aktuell angezeigten Website das Element mit der ID und gibt den Text zurück, den dieses Element anzeigt. Follow Link in Table. Diese Methode folgt dem Link-Text, wobei sich der Link im Default-Kontext befinden muss. Siehe Screenshot auf der nächsten Seite. Click on Button by Method. Diese Methode sucht sich auf der aktuell angezeigten Website den Button, der die Methode Method aufruft. Wait until value has changed. Bevor Sie nach dem Klick auf den Button Informationen abfragen geklickt haben, überprüfen Sie mit dieser Methode zuerst, ob der gewünschte Wert des Elementes ID bereits angezeigt wird, bevor Sie weiterfahren.
So, Hinweis: Die Salesforce-Website besteht aus zwei verschiedenen Kontexten, Default-Kontext und Frame-Kontext. Bevor Sie eine Aktion auf einem Element ausführen können, müssen Sie sicherstellen, dass Sie sich im richtigen Kontext befinden. Den Kontext können Sie mit folgenden zwei Methoden auswählen. Beide definiert in der Klasse Utilities. Hier Default-Kontext und hier Frame-Kontext. Okay. Switch to Default Page. Mit dieser Methode wechseln Sie in den Default Kontext und Switch to Frame String ID. Mit dieser Methode wechseln Sie in den Kontext mit der ID. So. Also B. Schreiben Sie einen Testfall, der überprüft, ob der Startort abgespeichert im Buchungsobjekt mit dem Startort auf der Visual Force Webseite identisch ist. Also das hier, was gespeichert ist, mit das hier, was angezeigt wird. Dasselbe ist dann für den Geburtstag. Dann schreiben Sie einen Testfall, ich lese ihn vor. Schreiben Sie einen Testfall, der überprüft, ob das im Benutzerprofil abgespeicherte Geburtstagsdatum mit dem Geburtstagsdatum auf der Visual Force Website identisch ist. Also das gleiche. Schreiben Sie einen Testfall, der überprüft, ob nach einem Klick auf den Button Informationen abfragen, ein Mietwagen ausgewählt und angezeigt wird. Dann schreiben Sie einen Testfall, der überprüft, ob nach einem Klick auf den Button Informationen abfragen, die korrekte Distanz München-Berlin angezeigt wird. Der Sollwert für diese Strecke beträgt 505 Kilometer. Schreiben Sie einen Testfall, der überprüft, ob nach einem Klick auf den Button Informationen abfragen, der korrekte Mietwagenpreis angezeigt wird. Berechnen Sie zuerst manuell den korrekten Preis anhand der verwendeten Buchung und dem Benutzerprofil. Den Preis Webservice steht Ihnen als Source Code als Teil des Übungsplatz 8 zur Verfügung. G. Schreiben Sie einen Testfall, der überprüft, ob nach einem Klick auf den Button Informationen abfragen, das korrekte Fortbewegungsmittel am Zwischenort angezeigt wird. Hinweis: Bei einer Temperatur im Zwischenort 20 Grad Celsius oder mehr soll dem Kunden ein Segway zur Verfügung gestellt werden. Bei einer Temperatur unter 20 Grad Celsius soll dem Kunden ein Taxi bestellt werden. Siehe Übungsblatt 8, Aufgabe 3e. Die Strecke Berlin-Montreal wird von mehreren Fluggesellschaften angeboten. Überprüfen Sie, ob nach dem Klick auf Flugpreise Klick hier tatsächlich Flüge angeboten werden. Hinweis: Spielen Sie mit der Google Flight Website und finden Sie heraus, wie sich die Website verhält, wenn keine Flüge für eine Strecke angeboten werden können. So, dann achten Sie darauf, dass Sie den Namen der Buchung und des Benutzerprofils nur einmal verwenden, damit jeder Datensatz eindeutig bleibt. Sollte ein Testfall nicht erfolgreich durchlaufen, löschen Sie manuell allenfalls noch bestehende Buchungen und Benutzerprofile. So, das heißt, damit wären wir dann fertig. Wir machen jetzt einfach nur diese ganzen Tests hier. Wir starten also mit dem Startort. So, was wir machen ist, wir gehen auf Buchungen. Also wir sind hier im Setup, klicken auf Buchungen so, dann machen wir Utilities, Follow the Link by Text, Buchungen, so, dann sind wir hier. Jetzt brauche ich brauche jetzt erstmal neue Objekte, sonst komme ich hier nicht weiter. Test, dann machen wir das hier. Familienwagen. Dann haben wir den Test. So, speichern. So, bei Buchungen machen wir jetzt das gleiche nochmal, schnell. So, Buchung neue. Test, München. Adern, Saarbruchstraße, Zwischenstopp ist glaube ich Berlin gewesen. Benutzerprofil nehmen wir Test. Zielort war Montreal. Ja, Datum das heutige. So, speichern. So. Wir sind jetzt also erstmal, wenn wir auf Buchungen klicken, hier. Was bekommen wir eigentlich überhaupt? Nichts. Okay. Wir wissen aber, wie das heißt. Wir klicken jetzt also einfach Utilities, Follow Link by Text. Und zwar Testbuchung. Hieß es, glaube ich. Kurz nachsehen. Testbuchung und Testprofil, genau. Da habe ich ein I vergessen. So, dann sind wir jetzt hier drauf. Was haben wir jetzt als Startort? Wir sind jetzt auch im Default
frei Kontext hier. Das heißt, wir kriegen hier jetzt den Startort. Mal sehen. Element untersuchen. Hier die ID hier. So, dann nehmen wir String Startort gleich. Wie war das nochmal? Wie ist die Methode? Wait. Wo ist die Methode, die einen String zurückgibt? Gibt es Pretext vom Object by ID? Okay. Gleich Utilities. Jetzt, da ist sie auch schon. So. Anschließend Utilities switch to frame mit der ID, sie heißt, weiß ich nicht. Ah, hier, frame. So, dann einfach nur irgendwo draufklicken und dann so weit nach oben gehen. Da wäre es eh schon wieder zu Ende, bis man es gefunden hat. So, wir brauchen also das hier. Und nun hier die ID. Ist die hier. So, was wir jetzt machen ist... Assert equals. So, da haben wir. Wieso ist das veraltet? Jetzt machen wir jetzt mal das hier. Doch nicht. Equals, das ist Startort. Dieser Wert soll es ja sein und actual ist utilities get display text from objects by ID. So. Und das war's auch schon. Jetzt müsste der Test hier zumindest funktionieren. Ich mache aber jetzt erstmal alle Tests und dann sehe ich nach, welche nicht funktionieren und so weiter. So, als nächstes Geburtstag. Der Anfang ist sowieso immer gleich. Kann man sich also kopieren. So, Geburtstag ist im Benutzerprofil, nicht in den Buchungen. Benutzerprofile. So, dann brauchen wir Testprofil. Test, nicht Text. So. Gehen wir hier drauf. Da haben wir... Ah, nee, Moment mal. Das müsste auch hier drauf sein, oder? Nein. Nein, ist noch nicht da. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erst auf Benutzerprofile gehen. Dann auf Test. Profil, holen uns dann jetzt holen uns dann hier das Datum so